aber lange hier. Ich hätte hier Schrotgewehrmunition. Die Pistolenmunition teile ich mir. Gut, das hätten wir schon mal. Jetzt kommt das große Ding da oben. Ich habe ganz schön viel Munition hier des Krams da. Ne? Ja. Hätte ich ja fast überlegt, doch drauf zu schießen. Also das Kleinzeug, also diese kleinen Viecher hier oben, die machen wir auf jeden Fall kaputt. Jetzt sind wir wieder da, wo wir vorher auch waren. Ich glaube, je nach Position, wo diese Augendinger sind, muss man nach oben oder nach unten rennen. Ja, nur konnte man halt eben nicht so wirklich da raus sehen, ob das jetzt oben oder unten ist. Ja, hast du recht. Das sieht jetzt genauso aus wie eben. Ja, also bleiben wir mal hier oben. Es wäre dann natürlich noch was drauf, jetzt drauf schießen, das wäre natürlich auch möglich. Ne? Du hast. Ja, auch. Aber vielleicht hat es ja geholfen, dass ich mitgeholfen habe. Das ist aber Viecher. Ducken! Ach, klar. Schokolade-Munition, Schokolade-Munition, Brandgranate. Ausweichen. So, jetzt ziehen. Ducken! Verdammt. Ach, Mann, ey, was soll der Scheiß? Hab ich zu spät gesehen. Besser zu bewegen. Ach, wie soll man denn da ordentlich zielen, ne, bei dem ganzen Ausweichen. Böller hier. Ach. Also, so wird das nix hier. Wir können uns noch mal heilen, wenn du willst. Ja, ich bin mal schön gegangen mit dem komischen Schleim voll. Mach mal. So. Okay, wenn ich da drauf schieße, dann leuchtet der nicht. Ich hatte doch gerade eben drauf gezielt, anvisiert und geschossen. Wieso macht das nicht? Ah, ich kann dir die lahmlegen, weil die sind dann nicht so beweglich. Das wäre ganz cool. Das heißt, ich muss dann auf den hier zielen. Wenn es mich nicht gerade von Socken haut. So. Oh, fertig. Jetzt kommt wieder Stürkes. Okay, dann bleibt noch einer, ne? Mhm. Es lädt noch. Hier ist grünes Kraut, falls du das auch noch. Jetzt gleich schlägt er. Okay. Das habe ich wenigstens schon mal begriffen, wann der schlägt. So. Jetzt schlägt er gleich wieder. Oder sie eher. So kann ich nicht zielen. Okay, jetzt ist er. Ich versuche zu. Das war gerade eben schlimmer als normal. Wieder das große Ding. Das ganz große. Was ist? Das wird nicht fertig hier. Mach mal Himmel. Das ist jetzt was gebracht. Ist das kaputt?
bewegt sich noch. Ja. Eins, zwei. Zwei sehe ich. Okay, ich mach wieder den linken. Okay. Warte. Okay, mach das. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Okay, der schlägt gleich wieder. Okay, der linke ist kaputt. Ja. Also, bin geschottet. Ich versuche schon zu zielen dabei. Ja. Kommt wieder. Schmodder. So. Ich will keine Krauts haben. Fällt gleich wieder so. Ausweichen. Ja. Nochmal! Willst du mich verarschen? Okay, ich bin wieder schussbereit. Ja. Ja, aber erstmal muss ich hier ein Kraut nehmen. Hast du eins? Ja. Du kannst ausweichen. Nochmal ausweichen. Warum denn da zweimal? Das ist doch voll unfair. Jetzt hab ich dich. Jetzt krieg ich dich. Lenkerst du da so rum? Ich hab keine Munition mehr. Gar nicht mehr? Nee, null. Dann, pass auf, dann nimm du das LZG-Gedönse. Ach, nicht. Also, F. Dann bearbeite ich den mal, oder ich versuch's zumindest. Okay. Gleich muss der aufhören zu zappeln. Ja. Aufhören. Funktioniert ja super. Das weiß ich, jetzt sehe ich auch mal wieder zu funktionieren. Kannst du mal die Dinger kaputt? Ja. Nur für Munition. Ist es fertig? So aus. Warum nicht gleich so? Guck mal. 6-2 vorbei. Oh, A-A-B-A. Ist ja der Wahnsinn. A-C-B-A. Sind wir zweimal gestorben? Pronto. Okay. Weiter! Du müsstest doch jetzt wieder eine Dings gesammelt haben, oder nicht? Eine Trophäe? Trophäe? Na ja, natürlich. Ach so, was haben wir denn da? Schrotgewehrmunition, Schrotgewehrmunition. Ja, mein Gott, bist du voll gestopft mit Dingen hier. Keine Munition mehr, dafür Kräuter ohne Ende. Ja. Warte mal, ich gebe dir mal die 10 hier, die kannst du gebrauchen. Oh, supi, danke schön. Schätze. Alles verkauft. Ach genau, Schätze. Da war ja was. Gibt schöne 6000. Achso, das habe ich schon eben verkauft. Oh Mann. Oh. Jetzt habe ich mich gefreut. Ja. Oh. Kann ich noch irgendwas hier aufleveln? So, alles Geld ausgeben. Sehr schön. Ja, dann wäre ich soweit. Ich hab nicht genug Geld. Du hast nur noch 10 Schuss. Ja. Und 2 Granaten und 4 Kraut. Beziehungsweise 2 volle Krauts. Ich kann dir prinzipiell auch ein paar Granaten in der Hand drücken. Nö, will ich nicht. I'd feel for the world if that ever gets out. God damn it, Wesker. He's actually serious about destroying the entire planet. Mal gucken, ob nicht hier oben jetzt zufällig was rumliegt. Nee. Warum können wir die Waffe nicht mitnehmen? Was willst du mit diesem Lasergedöns?
Ja, wenn da mal so zwei, drei Zombies kommen, dann zack, weg sind sie. Das ist ein Satellitenlaser-Gedöns. Ja, und? Guck mal, hier geht die Tür wieder. Wir müssen wieder zurück. Warum? Weil wir es können. Also manchmal verstehe ich das Spiel nicht. Da kommt jetzt eine Ladesequenz. Und was müssen wir machen? Tür auf. Tür zu zweit. Come on. Come on. Ich stehe doch schon da. Hör auf mich anzuschreien. Du hast mich eben angeschrien. An assault bomber. When Jill said Wesker was planning to spread Ouroboros throughout the world. He's planning to use this to spread it. Wesker, there he is. Come on, let's go. Jill, are you all right? I'm fine. Don't worry about me. Just listen carefully. There's something I need to tell you. Wesker's superhuman strength. It comes from a virus. But the virus is unstable. In order to maintain a balance, he must inject himself regularly with a serum. So if we cut the supply of serum, he loses his strength. Affirmative. But he just took a dose, so it's gonna be a while before he needs another one. Damn. Listen, Excella said that the amount administered has to be precise. So if he injects too much, it should act like a poison. I think she used the serum label PG678W. PG678W. I'm gonna try to find a way to escape. You need to find that serum. Excella always kept it with her, in an attaché case. Jill! Come in! Jill! Shit. Chris, this is it. Let's give it a shot. Also müssen wir jetzt einfach in die ganze Spritze reinrammen, oder was? Mhm. He can't fly around in that without getting shot down. Oh god. Exactly. The plane can't get shot down. If it does, it'll initiate a biohazard. It's just like Jill said. He's planning to spread this virus worldwide. Looks that way. Things are worse than I thought. We have to stop him here and now. So, habt ihr es jetzt? Kann ich das Dokument jetzt lesen? Der Ouroboros-Plan. Das Ouroboros-Virus wird einen direkten und nachhaltigen Effekt auf die menschliche DNA haben. Diejenigen mit minderwertiger DNA werden der tödlichen Wirkung des Virus zum Opfer fallen. Ein Großteil der Menschheit wird zu dieser Gruppe gehören, denn die Handvoll an Überlebenden wird sich auf jene beschränken, die über überlegene Gegner verfügen. In dieser neuen Welt gibt es einfach keinen Platz für diejenigen, die unterlegen sind. Für die wenigen Auserwählten wird jedoch ein neuer Tag anbrechen. Heute werden Ouroboros und ich die Besten der Welt erwecken. Alles verläuft gemäß dem Zeitplan. Wenn der Bomber die Tropopause erreicht, werden die Raketen gezündet, die das Ouroboros-Virus transportieren. Erst einmal freigesetzt wird das Virus in die obere Troposphäre eintreten und sich über den dortigen Wind verteilen. Zu diesem Zeitpunkt wird die Menschheit zum letzten Mal gerichtet. Ein Virus besitzt keine Emotionen und darin liegt dessen Schönheit. Es wird nur überlegene Menschen von jedem Punkt der Erde auswählen. Wer nicht erwählt wird, wird zum Wirt für Ouroboros und fortan nur noch nach neuen Wirten suchen. Ist die Kettenreaktion erst einmal gestartet, kann sie durch nichts und niemand mehr aufgehalten werden. Das Getöse von 6 Milliarden Schreien wird das Kapitel über die unehrenhafte Vergangenheit der Menschen schließen. Ja. Wer nichts wird, wird Wirt. Hat das direkt eine ganz andere Bedeutung. Ja, ist schon, nach unten. Jetzt gehen wir wieder nach Kapitel 1.1, oder was? Ja. Ladevorgang. 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 Das ist echt extrem jetzt momentan, ne? Öffne die Tür. Ladevorgang. Fahre mit dem Fahrstuhl. Ladevorgang. Das wird sich anders müssen wir uns beeilen. Ach, guck mal, da stehen wieder welche. Lass mich mal, ich habe ein bisschen mehr Munition als du. Okay. Oh. Der ist verbrannt.
Ah, okay, hier muss man aufpassen. Was ist das für ein Maschinengewehr? Meinst du, das knallt hier nochmal? Weiß ich nicht, das hat jetzt schon dreimal geknallt. Ich hab das Kraut und wegrennen. Haha.